Willkommen zum neuen Resident Evil 2 Remake. Freunde, die Freude ist riesengroß. Nachdem Capcom bereits Resident Evil 0 und Resident Evil 1 nach dem GameCube Remake wieder ein Remaster für die aktuellen Systeme PS4, Xbox One und PC gegeben hat, wollten auch alle ein neues Resident Evil 2. Es ist generell sehr beliebt. Das Debüt von Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Aber Resident Evil 2 und auch 3 wurden auf dem GameCube nur geportet und nicht geremaked. Und deswegen fehlte die Vorlage und man hat Resident Evil 2 komplett neu erschaffen. Und das ist auch gut so. Ich habe es letzte Gamescom schon gespielt und war vollends begeistert, weil es so viel richtig macht. Elemente aus Resident Evil 4, 6 und 7 sogar. Was wir jetzt spielen, das Spiel erscheint am 25. Januar 2019. Resident Evil hat es irgendwie immer mit dem Januar, aber ist okay. Da wird es rauskommen und spätestens dann wird auch das Let's Play starten. Vielleicht einen Tag früher, muss man mal schauen. Ist ja kein Nintendo-Spiel. Ne, Nintendo ist da ein bisschen strenger inzwischen. So. Es gibt eine kostenlose Demo-Version, die geht 30 Minuten. Ich bin mir fast sicher, dass man die mehrmals 30 Minuten lang spielen kann, aber ich muss halt mal schauen. Der Punkt ist folgender. Ich spiele jetzt die PC-Version auf Steam. Hat das Gründe? Natürlich hat das Gründe. Und zwar hat das für PS4. Ich werde vermutlich die Vollversion auf der PS4 spielen, weil ich bin ein alter Consolero. Ich brauche meine Controller und so. Aber da braucht man PlayStation Plus. Also ich hätte jetzt 25 Euro bezahlen müssen. 24,99. Das wollte ich jetzt nicht, nur für eine Demo runterzuladen. Die sind echt ein bisschen streng geworden. Guck mal, die Grafik kannst du doch... Die Grafik nicht. Einstellung. Ah ja. Ich denke mal, Maximum dürfte mein PC schaffen. Doch. Für meine Abonnenten nur das Beste. Es ist definitiv ein AAA-Titel. Lasst euch, selbst wenn ihr Resident Evil nicht kennt, nicht davon abhalten, es zu schauen, weil es Resident Evil 2 ist. Es hat nicht wirklich eine Es hat schon eine zusammenhängende Story, aber nur für Nerds. Das heißt, die Charaktere und so, die man jetzt sieht, die sieht man zum ersten Mal und die hat noch vorher keinen Kontakt mit Zombies und so. Ja, bei Resident Evil geht es oftmals um Zombie-apokalyptische Themen. Und ja, was rede ich eigentlich so lange? Es ist ja nur die Demo, also Part 0 quasi vom Let's Play. Deswegen, nächste Woche geht das dann richtig... Nächste Woche schon? Ja, anscheinend. Geht das dann richtig los? Ich freue mich sehr drauf. Wir machen uns heute nochmal ein bisschen Appetit. Ich denke, da hatte ich einfach Bock drauf. Diese 30 Minuten kann ich doch mit euch teilen. Und deswegen verschwende ich nicht so viel Zeit in Blubbern. Die Hauptgeschichte spielen und Albtraum erleben. Das fertige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Oh, die kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden. Zeit will gut genutzt werden und wehe, mir schmiert die Aufnahme ab. Ich bin mit PC aufnehmen nicht so affin. Stellt euch vor, ich habe jetzt Probleme mit der Technik, weil ich auf Maximum gespielt habe. Kann nur online gespielt werden. Was ist denn das, ey? Aber ich wage mich rein. Es sollte nur ein kurzer Zwischenstopp für Leon S. Kennedy an seiner einsamen Tankstelle am Rande der Stadt sein, als sich der frisch gebackene Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederfindet. Er schaffte es, mit einer neuen Bekannten, Claire Redfield, nach Raccoon City zu fliehen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Er hat ja seinen ersten Arbeitstag. Ich bin mir auch sicher, dass die Anfangsabschnitte durch die Stadt, wo, keine Ahnung, alles in Schutt und Asche liegt und Zombies rumschlurfen, dass man das auch wieder spielen muss in der Vollversion. Aber hier auf jeden Fall starten wir im Polizeipräsidium. Und das ist natürlich kein Vergleich zur PS1-Variante. Ich würde mich liebend gerne... Hallo? Ist irgendjemand hier? Deutsche Synchro. Lieben gerne in aller Ruhe umschauen, jedoch haben wir nur 30 Minuten, deswegen versuche ich die Zeit effektiv zu nutzen. Habe ich es eingesteckt? Nein? Wie kombinieren?
Das Menü, das Inventar, seht ihr, ist stark an Resident Evil 7 angelehnt. Ist ja auch in Ordnung so. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Okay. Ja, der PC hat mich eben noch mal dran erinnert, das spielt im Jahre 1998 und deswegen sieht er auch so aus wie Windows 98. Da sollen wir hin. So, pass auf. Was haben wir hier? Da lassen sich Items reinstecken. Okay, ist in Ordnung. Nur einmal für 30 Minuten, diese Geizhälse. Aber die wollen, dass du Appetit hast und dass du dir dann kaufst. Deswegen schon legitim. So, da kommen später auch Sachen rein, nicht wahr? Drei Embleme, Wappen. Ich kann auch... Ah, okay. Stick gedrückt halten. Die Steuerung geht eigentlich gut von Hand, ne? Die Grafik kann sich sehen lassen. Und es läuft flüssig auf maximale Einstellung. Das finde ich auch gut. Bei mir. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da schon rausfinden kann, wie die Kombination ist. Da muss ich ein offenes Auge behalten. Es gäbe wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als hier zu stecken. Es ist ein anderer Aufbau, als wie im Original. Ich check jetzt mal kurz die Türen ab. Aber die dürften... Die sind, glaube ich, zu. Kombinieren? Achso, es wird einfach dazu gepackt. Das Wort kombinieren hat mich ein bisschen irritiert. So... Na gut, ich hätte lieber, dass ich rennen kann mit einer anderen Taste, wenn ich auf den Knopf drücke, nicht auf den Control-Stick die ganze Zeit. Dann gucke ich hier nochmal. Ganz schön leer für ein Polizeipräsidium. Ich meine, es gibt ja Orte, wo man sich relativ sicher fühlen sollte. Wenn das hier schon nicht mehr der Fall ist. Hm? Zwar nicht verschlossen, aber ich komme trotzdem nicht rein. Na denn. Also die obere Etage ist wohl erstmal nicht von allzu großer Relevanz. Resident Evil 2 war auch das erste, das ich gespielt habe selbst. Zu PlayStation 1 Zeiten. Ach, guck mal da. Das sieht aus wie in Resident Evil 7. Ohne Scheiß. Und es ist natürlich voll ab 18. Sowohl diese Demo hier, als auch natürlich die Vollversion. Ist auch gut, denn Resident Evil 2 war damals... Okay, da können wir weiter. Oh, nur ein Stückchen. War damals sogar indiziert in Deutschland. Es durfte nicht offiziell verkauft werden. Selbiges galt für die GameCube-Version. Wie sieht's denn hier aus? War das eine Blutlache? Ja, an den Wänden überall ja auch, ja. Und ich habe auch die GameCube-Version Let's Played. Aber wie schon erwähnt, die GameCube-Version war nur ein Port der PS1-Version. Anders als bei Resident Evil 0 und 1. Hier fehlt eine Sicherung. Das sind alles die typischen Risi-Rätsel. Darf ich da mal ganz kurz? Ja. Linker Stick zielen. Mit dem rechten wird dann geschossen, aber die Munition ist uns heilig. Geräusche. Kann ich denn hier rein? Ich glaube, das wäre... Auch nicht! Das sind noch hübsche kleine Details. Also Resident Evil 7 war ja, das letzte große Spiel, war ja in der Ego-Perspektive. Und hier ist jetzt wieder so ein bisschen wie im Resident Evil 4, 5 und 6 Stile. Du schaffst das. Aber gerade Resi 4 mit Leon ist natürlich... absolut beliebt halten. Also ich kann noch nicht durch diese Tür. Ich dachte schon. Doch? Vielleicht finden wir hier etwas. Generell ist Leon hier wieder sehr jung. Ich glaube 18, ne? Resident Evil 6 spielt im Jahre 2012, wo es auch erschienen ist. Da ist er schon Ende 30. Auch eine Möglichkeit, ne?
Aber es ist quasi ein komplett neues Spiel. Also als Remake, es hat auch einen anderen Spielverlauf und so. Es hat wahrscheinlich nur noch die Umgebung, ungefähre Räume und die Story identisch. So, ja. Kombinieren wir ebenfalls noch dazu. Was ist dem armen Kerl widerfahren? Ich hoffe, er liegt wenigstens bequem. Wollen wir jetzt mal hier vorbei. Gedrückt halten. Cleaning in progress. Putzschwestern haben ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Die müssen Überstunden schieben. Das wird die auch nicht freuen. Kann ich irgendwo die Karte aufrufen? Tatsache. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Okay, da ist der Presseraum, da waren wir gerade. Vernehmungsraum und Beobachtungsraum, zu dem kommen wir ja noch nicht hin. Da muss ich irgendwie über die Treppen hin. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon möglich ist. Und das ist Ausrufezeichen. Das ist ja auch interessant. Das hätte in den absoluten Klassikern gefehlt. Also jetzt bin ich ja fast der Meinung, die hätten auch Resident Evil 1 so umsetzen müssen. Ja doch. Von Zero bin ich nicht der allergrößte Fan. Dann machen wir das Klo auf und sehen. Erste-Hilfe-Spray. Wir hatten das hier versteckt. Man kann auch wählen, wo man das hinsetzt im Inventar. Es ist nicht einfach in der Inventar drin. Oh. Ach Mann, wer hat denn hier schon wieder mit dem Klopapier übertrieben? Deswegen steht hier alles unter Wasser. Die Spülung läuft fortlaufend. Kinders. Okay, wo ist der Klempner? Mr. Mario? Leichte Lags, nicht vom... ist vom Spiel aus, ne? Nicht vom Video oder so. Was eine Sauerei. Wir sehen jetzt auch, da waren wir noch nicht, ne? Was ist denn nun mit dem Kaffee für Leon? Mensch! Running Gag. Als ich 2012 Resident Evil 2 Let's Playte. Ja, oh Gott. Ein Massaker. Wir haben schon so viele Anhaltspunkte, was wir noch machen können. Redet jemand? Mach die verdammte Tür auf! Vielleicht, ich lasse mir ein bisschen Zeit. Auch bei dem Fenster, aber ich habe keine Items zum Interagieren, ne? Hab ich so eine Art Messer? Auch das kann ich auf den Schultertasten nicht entdecken. Zwei Türen. Die ist zu. Bleibt nur noch eine übrig. Ich hol sie raus. Dann helfe ich mal. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Ich halte. Ach du Scheiße! Müsste das nicht weiter bluten wie Sau? Er ist einfach halbiert und Ende. Notizbuch eines Polisten. Polisten. Goddess Statue. Das heißt, ich brauche die drei Dinger. Drei Medaillons. Und dann geht's runter. Aufzug, weiß nicht, was da ist. Dann geht's wieder hoch zum Parkhaus. Und das ist der Weg nach draußen. Klingt nach einem Plan. Achso, jetzt hätte ich mir so auch ein bisschen heller angucken können. So, bitteschön. Ach, das sind die Hinweise. Ach, guck mal, das sind die Reihenfolge. Aber ich kann das kaum erkennen. Der König der Löwen beißt die Ziege. Krone, König, Vogel, Frau, Harfe. Ich schätze mal, das sind die Hinweise für... Ja, wir versuchen es gleich nochmal zu entziffern. Ich glaube, jetzt gibt's Stress hier. Es leckt doch ein bisschen härter.
Das wird mir mit der PS4-Version jedenfalls nicht passieren. Oh shit, man! Ja, hallo? Er hat mich schon gefasst, Dagger. Doch ein bisschen laggy kann ich es nicht. Zweitbeste Einstellung würde ich schätzen. Ja, gut. Ich werde ich jetzt mal probieren. Headshots sind natürlich am effektivsten. Dachte ich mir bisher immer. Aber der Kollege steckt gut ein. So, zurück zur Eingangshalle. War da was? Nee, nix. Nix Neues. Eieiei. Ihr müsst auch bedenken, mein PC muss das Ganze auch gleichzeitig aufnehmen. Das ist halt... So, jetzt aber wohl. Mir ist wichtiger, wenn es ein bisschen flüssiger läuft. Das tut's jetzt. Was mache ich noch auf dem Klo? Hat er sich glatt verlaufen. Scheiße! Die sind überall! Ah doch, aber die Steuerung läuft recht präzise. Ich möchte sogar behaupten, das läuft sogar ein bisschen besser als auf der Gamescom, wo ich das echt noch kritisiert habe. Dass es relativ ungenau war, aber die haben das scheinbar echt noch verbessert. Ich müsste mich irre täuschen, wenn das nicht so der wäre. Ja, war ja klar. Knacks! Überall Ketchup. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser. Oh, Entschuldigung. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich wollte nicht direkt die Kehle aufschneiden. Also, Messern ist ja auch, um Munition zu sparen im Pro-Modus. Kann ich jetzt eigentlich... Ich habe mir gerade so gedacht, der Typ sieht ja gar nicht so krass aus, ne? Von der Barttextur und alles. So, Moment. Kann ich irgendwelche anderen Türen öffnen? Ich denke mal nicht. Weil die eine würde ich gerne noch probieren. Die hier. Nichts zu machen. Ja, da muss ich mir jetzt Gedanken machen, was da oben passiert. Welche Reihenfolge es sein soll.
Wir wetten den König. Den Vogel auf jeden Fall. Die Frau. Oh, was war denn die Reihenfolge, hey? Oder ist die Reihenfolge wurscht? Ne, guck mal, wir hatten erst den Löwen. Der ist überhaupt nicht da. Jedes eine andere. Guck mal, der Vogel war da. Der Löwe. Vielleicht gibt es auch verschiedene Kombinationen. Jetzt müsste ich mir das nochmal angucken, gerne. Ach, guck mal da. Akten, YRB. Y komme ich im Inventar und RB Notizbuch des Polizisten. Es gibt vermutlich zwei verschiedene Wege sogar. Krone, Löwe, Ziege und halt Frau, Harfe und Vogel. Wobei, was ist die Frau dann? Egal. Erstmal die Krone. Ja, dann der Löwe und das. Ja, so. Aha. Löwenmedaillon. Na klar. Aber wenn das so ist, dann... Warum? Oder muss ich das einsetzen da oben in den Löwen? Direkt? Mit dem Relief eines wilden Löwen. Hier gibt es den Hinweis, eine Mutter mit dem kleinen Kind. Darf aber nicht nochmal drehen, was verwunderlich ist. Vielleicht sollte ich das erstmal unten hinstecken. Und schon passiert was. Ich dachte, vielleicht passiert etwas erst, wenn ich alles betätige. Ist aber auch nicht so der Fall. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ich darf doch wohl nochmal, oder nicht? Warum darf ich denn nicht nochmal? Da war doch noch eine Kombi. Na gut, der Durchgang ist noch nicht offen. Ich kann die auch nicht wieder wegnehmen. Gib nochmal einen Tipp, Digga. Oder war es etwas anderes? Got a statue. 3 Medaillons. Ich habe aber nur eine. Ist halt Fakt. Du brauchst wahrscheinlich alle 3, damit da was passiert. Ja? Vogel, die Harfe. Aber was macht das Einhorn da? Das frage ich mich halt auch. Ich muss 3 Medaillons finden, aber ich kann doch nirgendwo mehr hin, oder? Es bringt nichts. Was soll das? Aber wie gesagt... Weil mein PC auch aufnimmt. Mein PC hat 2000 Euro gekostet, ist aber auch schon 4-5 Jahre her. Ich werde die PS4-Variante nehmen und dann... Jetzt läuft es wenigstens wieder schön flüssig. Auf der PS4 ist es dann so, wie es ist. Und deswegen mochte ich Konsolengames schon immer mehr. Ja! Also wir können natürlich speichern oder wir können es halt gerade nicht... Ist das auch nichts drin? Wir haben die Orte schon alle abgeklappert. Hier geht's nicht zurück, ja. Weil die ganzen Sachen, die da waren, Türen und eine Sicherung und so. Die wären sicher auch alle interessant. Ach, mit dem Messer kann ich jetzt das aufmachen. So sieht's aus. Wobei ich auch immer noch der Meinung bin, wie auch in Risi 7, du kriegst diese Klebebänder auch irgendwie anders ab. Brauchst du kein Messer? Wenn du lang dran rumfummelst, kriegst du bestimmt auch mal abgezogen mit der Hand, ne? Also ohne, ist noch ein bisschen verkrumpelt und so, also übertreibt mal nicht. Wie auch immer. Ich glaube, diesen Weg ging's im Original zuerst entlang. Hier haben wir grünes Kraut. Schön. Das sind die Heilobjekte in der Resi-Serie. Und weiter geht's. Leon zückt sein Taschenlämpchen.
Die Stelle erinnert mich sehr schön und gut an die Enthüllung auf der E3. Beim Zahnarzt. Weit den Mund aufmachen. Ah. Nein, machen wir keine Scherze. Das Spiel ist schon recht brutal, keine Frage. Und es war früher nicht so, als es zensiert wurde. Es waren ein paar blinkende Zombies. Oh, hi. Wir kaufen nichts. Was kann ich denn da machen? Halt immer. Ah, aber. Ob ich mit dem Fenster interagieren könnte. Vielleicht gibt es später Bretter und du kannst sie davor nageln. So ist die Dame jetzt erstmal reingekommen. Haben Sie einen Termin? Bitte am Infoschalter melden. Die Birne ist weg. Bis zur Hochzeit ist es verheilt. So. Mhm. Weapons Locker Keycard. Schlüsselkarte. Weapons Locker. Gut, dann nehme ich jetzt einen Cold Drink. Ah, da die Textur nachgeladen. Hier auch? Ja. Ja, so funktioniert das halt manchmal, ne? Ereignisbericht. 25. September 1998. Aufgrund des plötzlen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September. Zusatz. Zweiter Abschnitt. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Ich würde mal gerne wissen, was für einen Tag wir eigentlich in-game gerade haben. Den 27.? Keine Ahnung. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob die Kommunikationsausrüstung repariert werden kann und wir sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Ford. Ich kann es nicht ganz zuordnen, aber der Nachname Ford spielt im Resident Evil-Universum definitiv auch eine Rolle. Karte der Polizeistation. 1F. Ja, Erdgeschoss halt, ne? Besprechungszimmer. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tür dazu ist, aber ich schätze jetzt einfach mal schon. Ja, auch die etwas beleibteren braucht es. Jetzt mal mit dem Messer ein bisschen versuchen. Hat nicht so geklappt, wie erhofft, aber ein bisschen. Ach, das Messer steckt drin? Muss ich mir jetzt wiederholen? Ich kann das ja nicht einsetzen vorher. Macht Sinn. Lassen wir ihn ein bisschen zuschnappen. Ich kann jetzt kein Messer mehr verwenden. Das ist vom Gameplay her interessant. Jetzt kann ich mir das wieder zurückholen. Das ist natürlich... Das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Gut, der hinter mir ist vielleicht der langweiligste, wenn wir da rein können. Können wir aber nicht. So.
Büro, Schließfächerraum. Auch da hat's schön nachgeladen. Da brauche ich gar nicht die Grafik so mega hochstellen, wenn es eh nachladen muss. Ja, das kriegt man vielleicht auch irgendwie raus. Zum Beispiel hier, Schließfachterminal Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer würde sonst solchen Mist bauen? Ich? Hab damit nichts zu tun. Bitte nachladen. Das ist PS1-Textur. Haben wir gleich. Die Textur bleibt so, die Pinnwand. Die ist so unrelevant. Ah, jetzt. Hat wieder zurückgeladen. Warum? Daily Raccoon. Seht ihr das? Das hat ja nichts mit meinen Grafikeinstellungen zu tun. Ja, whatever. Was haben wir hier Feines drin? Die 203. Das ist so ein bisschen... Du kannst auch in PS1-Optik spielen von den Texturen. Mhm. Steelboy. Also, naja. Okay. Weapons Locker. Ach, das haben wir doch. Schau. Mhm. Eine Pumpgun. Blindmuni. Ja, hau rein. W870, das sagt mir so viel. Wenigstens verbraucht das nicht so viel Platz. Ist ja manchmal so, dass größere Waffen einfach viel mehr wegschnappen. Ja, und da komme ich überall nicht dran. Vielleicht später mal. Was ist das denn? Sieht aus wie so ein Film. Ein Fotofilm, der entwickelt werden muss. Sag's nochmal, 1998 sind wir. Oh, dir fehlt da was. Ja, lieber Arm ab als Bein dran, oder wie heißt es? Ja, bitte mein Messer wieder. So. Ich habe das noch nicht probiert. Ich glaube, an den Raum erinnere ich mich. Im Original. So, Schießpulver. Also ich erinnere mich eigentlich an jeden Raum bisher, aber... Schießpulververschwendung. Zweimal Schießpulver ist Pistolenmunition. Schießpulver und hochwertiges Schießpulver, das gelb ist, ist Flintenmunition. Und Mag-Munition, zweimal hochwertiges. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Gut, das glaube ich ist in der Demo jetzt noch nicht ganz nötig. Am Ende jedoch schon. Da-da-da-da-da-da. Okay, da ist auch bestimmt was Tolles drin. OMG, wir haben jetzt so mindestens schon 10 Sachen gefunden, die irgendwie später geöffnet werden können oder so. Das ist ein bisschen viel eigentlich. Wo sich später der Kreis schließt. Irgendwann vergesse ich Sachen. Einsatzbericht, 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch 3 andere übrig. Und 2 davon haben wir schon gesehen. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zu mir verseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über den Tunnel rauszufinden. Elliot Edward. Also der Typ, der eben zermetzelt wurde und dessen Notizen wir haben. Okay. So, was geht hier ab? Nichts. Ich habe auch keinerlei Schlüssel oder so oder einen Dietrich. Schon wieder einer aufgestanden. Guten Morgen! Der hat einen Schädel von der letzten Party, ne?
Hier, welcome, Leon. Die haben eine Willkommensfeier für uns geplant. Aber ich glaube, so feierlich sollte er ursprünglich gar nicht empfangen werden. Also ersten Arbeitstag. Ich kann auch rumschnitzeln. Ich glaube, ich habe den damit endgültig... Sag mir nicht, es ist vorbei. Wie lange hätte ich denn noch spielen können? Ihre Zeit ist abgelaufen. Sie haben 30 Minuten gespielt. Erleben Sie den Rest der Geschichte in der Vollversion des Spiels. Ist das so? Find out more. Das erwartet sie. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ! That. Ah! You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Was ist das denn? Leider nein. Also der Story-Trailer, der macht schon mal richtig Appetize, muss ich sagen. Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield, versucht ihren Bruder zu finden. Dann haben wir die kleine Sherry Birkin. Wer Resident Evil 6 gespielt hat, der kennt Sherry Birkin als erwachsene Frau. Oder ist eine Teenagerin? Das Spiel, doch, die muss erwachsen sein. Wenn das hier 1998 spielt und die ist 8, dann ist die 2012 22. Ja, kommt hin. Und wer war noch dabei? Ada Wong natürlich. Auch Adas erster Auftritt, ihre jüngste Gestalt. Und ansonsten... Vater Birkin spielt auch eine Rolle. Was die Frau da eigentlich nochmal zu schaffen hat, die eine Blonde, das weiß ich gar nicht so 100%. Aber vielleicht wird noch ein bisschen was dazu getextet oder ich habe halt Alzheimer. Das kann alles sein. Wenn ich jetzt nochmal spielen wollen würde, sagen die mir so, nee du, danke fürs Spielen. Dann gibt's nochmal den Trailer. Ich wollte nur gucken, was passiert, keine Frage. Bisschen gemein sind sie schon. Aber ist legitim. Ich sag da nichts. Legitim. Ja, das bekräftigt meinen Eindruck. Es macht halt Appetit auf das Gesamtwerk und das ist echt gut. Ich hoffe, was ist eure Einschätzung, euer Ersteindruck jetzt, nachdem wir es erlebt haben in diesem Video? Was hat euch dieses Video an Aufschluss gegeben? Sagt ihr euch so, nee, ach, das lässt mich trotzdem kalt? Oder sagt ihr, kann man sich mal angucken dann? Oder sagt ihr so, boah, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es so heftig gemacht ist? Meine Erwartungen waren, nachdem ich es auf der Gamescom gespielt habe, schon so in die Höhe geschnellt, dass es mich jetzt nicht mehr geflasht hat. Aber es ist halt sehr gut vom Gameplay her und so. Ich war weder gut im Spiel noch im Kommentieren, das tut mir leid, aber ich habe auch im Hinterkopf gehabt, du hast nur 30 Minuten, mach so viel wie es geht und da kam ich trotzdem nicht besonders weit. Aber muss ich wenigstens die Räume anschauen oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, und mehr gibt's hier eigentlich nicht. Können die Kamera noch verändern und alles, aber wie gesagt, ich glaube, die wurde gut angepasst im Vergleich zu... Vielleicht war die auch verstellt auf der Gamescom. Kann ja auch sein, dass irgendjemand sich dachte, stell ich das mal ein. Keine Ahnung. Die deutsche Synchro ist auch in Ordnung. Wie gesagt, was die Grafik angeht, auf der PS4 werde ich so spielen, wie es auf der PS4 spielbar ist. Und dann sieht das schon gut aus. Trailer ansehen. Ist es der, den wir eben hatten? This is not how I imagined my first day. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies.
supplies will be provided to everyone in need. Something's not right. Stay back, sir. I got this. What the? Is anyone here? Jesus. They're everywhere. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Help me, please! What in God's name? Was ist überhaupt mit dem epischen Ansager geworden? Resident Evil 2. Bei Teil 6 war er noch dabei, aber seitdem? Story Trailer. Naja, komm, wir hauen die noch rein. What's your mom like? She works at Umbrella. So, where's your dad? He. He's gone. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. Get off of me! Get the hell out of here. Before it's too late. What's going on here? Sorry. That information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G virus! Sherry, come on! Halt irgendwie der Horror, den Resident Evil schon immer sein wollte, aber es jetzt erst ist. Gegensatz zu früher. Ne, was ich gerade sagen wollte, früher hat man die Auswahl gehabt, entweder die Leon-Story oder die Claire-Story zu spielen. Mal gucken, ob es immer noch so ist, keine Ahnung. Oder ob man es diesmal irgendwie zusammen macht, weil die hängen ja auch viel zusammen ab, keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben einzelne Stories. Das ist Resident Evil typisch. Und das ist das, was wir eben gesehen haben, ich denke schon. Ja, doch. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Das hatten wir eben schon. Okay, ich habe genug gelabert. Also ich habe jetzt auch genug Trailer und alles gesehen. Ich will zocken. Und zwar nächste Woche mit euch. Seid unbedingt dabei. Also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann hoffe ich, dass ihr Interesse dran habt. Das wird mal wieder Gott und die Welt spielen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei mir einschaltet. Gerade die Resident Evil Fans, die die früheren Projekte schon verfolgt haben. Die wissen Bescheid. Ich meine, es war... 2017 war auch mein Let's Play des Jahres 2017. Resident Evil 7, weil es hat mir echt gut gefallen. Und jetzt mit dem guten alten Boy Leon S. Kennedy und Ada und Claire. Und die sehen alle gut aus. Deswegen seid dabei. Ach, Claire hat man auch gespielt bei Resident Evil Revelations 2. Auch die Spiele haben wir gezockt.
Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ich weiß, auf meinem Kanal fallen viele auf Jump Runs und so ab. Keine Frage. Aber für Resi schlägt mein Herz genauso. Das an der Stelle. Wir sehen uns dann zu Part 1. Danke fürs Dabeisein. Ein Däumchen wären Träumchen. Und da machen wir es auch ein bisschen besser als hier. Bis dann und ciao!